Mehrere tausend Besucher strömten am Wochenende zu den Weihnachtsmärkten in der Tischlerei Sandkuhl und im Autohaus Hoppe in Gannakesee. Bei der fünften Auflage wurde die Bestmarke des Vorjahres sogar noch getoppt, wie die Veranstalter am Sonntagabend bilanzierten. Insgesamt mehr als 90 Aussteller zeigten Drechselarbeiten, Lichterbögen, Schmuck, Näharbeiten und sogar Tiroler Käse. Auf ebenso großes Interesse stießen filigran verzierte Adventsgestecke, Engel aus Holz oder Stoff sowie selbstgemachte Marmeladen und Liköre. Gut ein Drittel der Aussteller beteiligte sich erstmals. Sie zeigten sich ebenso wie die Veranstalter hochzufrieden.